Ich grüße Otto und Kuni. Ich habe euren 50 Kilometer an der Linie Challenge gesehen und ich möchte mich für euer Community-Projekt bewerben. Ich bin Arturin, ich bin 31 Jahre alt und ich mache aktiv YouTube im Bereich Outdoor, Bushcraft, Survival und Tracking. Bloß in einer ganz speziellen Art und Weise. Und ich habe mir gedacht, 5 Kilometer exakt in diese Richtung hier zu laufen. Genau, ich habe hier über die Komoot-App eine Richtung geplant. Genau, und hier sieht man die geplante Angabe von 5,03 Kilometer. Meine Community weiß, dass ich sehr viel Biss habe und dieses Projekt mit sehr viel mehr Kilometer durchziehen könnte, aber ich habe immer noch meine Fußverletzung von Ende April. Da wollten mein Bruder und ich den höchsten Berg von Italien erklimmen und ich bin mit geschätzt 40 Kilo auf dem Rücken ganz, ganz böse umgeknickt. Es wurde festgestellt, dass ich eine schwere Zerrung am Fuß hatte. Diese Schiene brauche ich für den Alltag zwar nicht mehr, aber für diese Challenge wird die auf jeden Fall benötigt, weil mein Fuß immer noch zu kaputt dafür ist. Und genau, ich werde deswegen nur 5 Kilometer machen und das sogar so entspannt, dass ich sogar zwischendurch eine Nacht hier im Freien schlafe. Und weil ich heute so leicht wie möglich mit Tagesrüstung unterwegs bin, werde ich heute im Müllsack schlafen, weil mein Schlafsetup ist so schwer und passt nicht im Rucksack rein. Genau, deswegen werde ich heute im Müllsack schlafen und jetzt erstmal nach Richtung da lang laufen. Das wird so richtig geil sein. Hier sind überall, wie heißt das Ding? Donnergeräusche. Die werden mich belästigen, die auf den ganzen Weg durch. Ja, ist ein bisschen, obwohl, so leicht abgewichen. Deswegen verlasse ich jetzt diesen Wanderweg und werde jetzt nach Richtung da lang laufen, damit das genau in der Linie passt. Prüfen, ob ich später Starkregen bekomme. Ich bin ganz gespannt drauf, ob ich heute mit meinem Müllsack überlebe. Ich weiß zwar nicht warum, aber ganz plötzlich ist es hier extrem dunkel geworden. Obwohl wir es gerade mal kurz vor 19 Uhr haben. Also 18.56 Uhr. Ein Sturm zieht auf und der Wald ist dunkel. Und ich sehe jetzt gerade, dass hier vorne Gebüsch ist, wo ich rüberlaufen muss. Also diese Pflanzen hier vorne, die vielleicht ganz viele Zecken haben. Und guck mal hier, ich laufe seit 11,5 Jahren das ganze Jahr über in kurzer Hose rum. Egal wie warm oder kalt es ist. Ich laufe immer in kurzer Hose rum. Und das heißt, prüfen, wie viele Spuren meine Beine bekommen, nachdem ich diese Tour hier durchgelaufen habe. Das hat hier bestimmt ganz viele Zecken und sowas. Also das heißt, ich muss hier jetzt mit meinen nackten Beinen durchlaufen. Das ist ganz wichtig. Jawohl. Das wird richtig geil sein. Und hier kommt sogar ein Baumstamm gleich da vorne im Weg. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber ich sehe das jetzt gerade. Ja, genau. Hier vorne ist ein Baumstamm. Der ist im Weg. Ich muss hier rüber klettern. Also nicht klettern, sondern genau, ich habe nur ein Bein rüber gemacht. Jetzt weiter zur gelaufenen Richtung da lang. Ah, da sieht man, dass ich ganz kurz pinkeln gegangen bin. Oh scheiße, jetzt fängt es an hier zu regnen unter diesen ganzen Donner. Das ist voll scheiße. Also ich weiß nicht, ob ihr das hört, aber ich höre das, dass hier langsam Regentropfen kommen. Aber egal, ich gelaufe jetzt weiter. Ich muss nach Richtung da lang. Das ist ganz wichtig, dass ich nach Richtung da lang laufe. Ich darf zu keiner anderen Richtung laufen. Buri kann man essen. Und das sieht jetzt gerade total scheiße aus, hier durchzulaufen. Und mein Alljahreswetterhose. Genau. Die so richtig ungeschützt ist. Oh ja, ich wurde jetzt gerade genesselt hier vorne. Das ist geil. Wir prüfen, wie viele Brennnessel und sowas kommen. Und hier vorne ist ganz viel diese Scheiße. Und Stacheln. Diese Stacheln müssen weg. Obwohl, eigentlich ging das. Eigentlich war das nur ein ganz kleiner Stachelweg, aber das war schon. Hier vorne sieht das wieder chilliger aus. Es sieht aus wie so ein richtig vergeilter Biwakplatz mit ganz viel Moos und sowas. Ich liebe so eine Plätze. Aber wenn man hier biwakiert, das ist ein richtiger Gefühl von Freiheit. Deswegen kann ich das auf jeden Fall das empfehlen. Das wäre der perfekte Biwakplatz, den ich empfehlen kann. So, ich mache gerade etwas Pause und sitze auf einem Müllsack. Weil es hat gerade angefangen zu regnen und ich suche jetzt gerade Schutz unter einem Baum. Keine Ahnung, was das hier für ein Baum ist.
Ich glaube, Fichte oder sowas. Auf jeden Fall blitzt und donnert das hier jetzt gerade und jetzt kommt Regen und so. Das ist voll scheiße. Das, genau. So, es fängt jetzt gerade an zu regnen und ich habe mir jetzt gerade Schutz unter diesen Baum hier gesucht. Unter genau diesen hier, weil hier ist Schutz drunter. Und ich habe jetzt gerade hier mal einen Müllsack aufgebaut, damit ich mich, solange der Regen noch da ist, mich auf diesen Müllsack draufsetzen kann und chillen kann, bis der Regen weg ist. Genau, das mache ich jetzt. Und es fängt jetzt gerade an, noch mehr zu regnen. Das ist voll scheiße. Der Regen muss weg. Ich bin jetzt gerade mit der Kamera ein bisschen zu spät, aber genau in diesem Moment, wo dieser Blitz eingeschlagen hat, eben gerade, kam sofort der Donner. Das heißt, dieser Gewitter ist direkt über mir. Prüfen, wann er weggeht. Ja, das war ein bisschen zu weit weg da hinten, aber eben gerade war das hier direkt hier vorne gewesen. Das nervt mich. Ich will sowas einfangen. Diese Blitze und Donner sollen hierher kommen, damit ich das einfangen kann für die Bewerbung. Genau, das ist mir ganz wichtig. Es soll herkommen. Es regnet hier die ganze Zeit. Ich bin schon, glaube ich, seit einer halben Stunde hier. Und so ein paar Tropfen bekomme ich ab. Aber ich muss sagen, dass dieser Baum ganz gut ist. Keine Ahnung, das ist ein Weihnachtsbaum, glaube ich. Also ohne dieses Geschmücke. Aber genau dieser Baum, der für Weihnachtsbäume geeignet ist. Ich wollte dieses Video eigentlich bei einem richtig geilen, heißen Sommertag abfilmen, wo es so richtig geil Hitze ist. Ich liebe Hitze, ich stehe voll drauf. Aber weil ich nächste Woche eine Fernwanderung von ungefähr 2 Wochen unternehmen möchte, verfilme ich dieses Video lieber bei diesen Wetterbedingungen, bevor ich die Deadline verpasse. Deswegen gibt es heute Regen und Gewitter. Es regnet hier die ganze Zeit, schon über 1,5 Stunden oder so. Und das will nicht aufhören. Und deswegen, wenn das nicht gleich aufhört, dann werde ich mich genau hier hinlegen. Und genau hier im Müllsack schlafen. Genau, das werde ich gleich machen. Weil dieser Baum hier vorne, der ist voll cool. Der bietet Schutz und deswegen werde ich genau hier im Müllsack schlafen. Also der Regen, der macht das voll Komfortzone beschissen. Aber ihr wisst ja, dass ich sehr Komfortzone erweitert bin. Deswegen ist das voll cool für mich. Hauptsache ich friere nicht. Guten Morgen, ich bin wach. Ich habe im Müllsack geschlafen. Es klappte gut. Es war zwar ein bisschen frisch und ein bisschen feucht, aber ich muss sagen, es hat gut geklappt. Es war richtig geil gewesen. Ich habe sogar noch nicht mal gefroren. Also ich muss sagen, wenn man kein Schlafsetup dabei hat, dann sind Müllsäcke so richtig geil. Also zumindest, wenn das Wetter nicht zu kalt und zu feucht ist. Dann sind die so richtig zu empfehlen. Das sind, keine Ahnung wie viele Liter Müllsäcke, aber es sind Schwerlastmüllsäcke. Die kann ich richtig geil empfehlen dafür. Und genau, ich habe genau hier gepennt. Das ist mein Schlafplatz gewesen für heute. Das sieht voll cool aus. Und das riecht hier so schön nach Natur und so. Und genau, ich werde jetzt zusammenpacken und weiter nach Richtung da lang laufen. Genau, weil da hinten, da zeigt die Linie hin. Genau, das mache ich jetzt. Bevor ich aber gleich losgehe, werde ich noch ein Brot mit diesen eingedrückten Leberwurst schmieren. Damit ich was zu essen habe. Genau, das wird gleich so richtig geil sein, wenn ich das geschmiert habe. Ah, scheiße. Das ist hier vorne aufgeplatzt. Das ist voll scheiße. Noch ein bisschen Lauchzwiebel habe ich auch noch dabei. Die werde ich auch auf dem Brot hier drauf machen. So, Frühstück ist fertig. Frühstück draußen in der Natur ist voll geil. Das schmeckt doppelt so gut. Ich habe gerade mein Brot mit Leberwurst und Lauchzwiebel aufgegessen und jetzt die Fortsetzung von der einen Linienlaufen Challenge Start kommt. Ich muss nach Richtung da lang. Hier sind überall diese, wie heißen die Pflanzen nochmal? Keine Ahnung, wie die Pflanzen heißen. Aber hier muss ich durch. Hey.
Guck mal, hier vorne sind Wildschweinspuren. Ich bin sehr gespannt drauf, ob ich gleich von denen überfallen werde, von den Wildschweinen. Aber ich muss hier durch. Ich bin ganz gespannt drauf, wie viele Zecken ich später bekomme. Weil ich bekomme immer sehr viele Zecken. Die nerven mich. So sieht dieser Weg aus. Folge der Karte für 3,9 Kilometer. Also ganz zufällig führt diese Linie durch diesen alten Waldweg hier durch. Also durch diesen veralteten Waldweg, der so ein bisschen zugewachsen ist. Das ist voll cool. Birkenbaum ist geil. Die Blätter schmecken schön, wie heißt das Ding? Herb und so. Hier vorne ist ein voll fett Ameisennest, wo ganz viele Ameisen dran rumlaufen. Hier ist noch so ein verfettigter Hügel mit ganz vielen Waldameisen dran. Dieser Hügel mit ganz vielen Waldameisen dran, der ist noch viel mehr fett. Der ist viel fetter als alle anderen Hügel, die ich bisher gesehen habe. Also zumindest hier in diesem Gebiet. Also ich habe schon mal was noch viel fettigeres gesehen, aber der hier ist verfettigter als die ganzen Hügel, die ich hier gesehen habe. So, ich habe gerade... Ja, ich habe ein bisschen Spinnennetz bekommen auf mein Gesicht. Ich habe gerade meine Pullover ausgezogen. Genau, ich habe zwei Stück angehabt. Also zwei Billigpullovers. Genau, weil das schön warm ist. Das ist warm geworden, das ist geil. Ich liebe es, wenn es warm ist. Es kann nie wärmer genug werden. Ich muss gleich da hinten über die Straße, aber erstmal muss ich hier über die Pflanzen durch. Aber bevor da drüben diese Landstraße kommt, muss ich hier über diesen Bach rüber. Ich muss hier rüberspringen. Jawohl, da vorne ist die Straße. Da muss ich gleich rüber. Das wird gleich so richtig geil sein, über die Straße rüber zu laufen. Jetzt kann ich über die Straße rüberlaufen. Aber hier vorne kommt direkt das nächste mit dem Dornbusch, glaube ich sogar. Das ist voll scheiße. Wir sind überall dort und so. Die nerven mich. Weiter geht's doch Richtung da lang. Oh, ich bin ganz leicht abgekommen. Das heißt, ich muss da lang. Genau. Also nicht da, wo die freie Fläche ist, sondern da, wo die ganzen Pflanzen sind. Bevor ich aber die Durchschlageübung weiter fortsetze, ist mir gerade eine ganz miese Auffälligkeit aufgefallen. Und zwar, ich habe eine Zecke direkt auf meiner Eichel drauf. Und ich habe jetzt gerade hier eine Zeckenzange oder eine Pinzette. Und das wird jetzt so richtig unangenehm sein, den zu entfernen. Das wird bestimmt schmerzen, den rauszuziehen. Scheiße. Aber genau, ich werde den jetzt rausziehen. Also ich kann das nicht zeigen, weil sonst kommt Strike. Aber ich werde das jetzt rausziehen. Oh, war das unangenehm. Und Leute, mir ist gerade noch eine weitere Zecke direkt an meinen Sack dran aufgefallen. Das wird auch wieder unangenehm, den rauszuziehen. Aber Sack finde ich nicht so extrem schlimm wie Eichel. Jawohl, ich habe die Zecke raus. So, ich habe gerade beide Zecken entfernt, sowohl aus dem Hodensack als auch aus meiner Eichel. Und der aus der Eichel, das war so richtig unangenehm gewesen, das rauszuziehen. Also fast so unangenehm, wie wo ich eine Zecke direkt am Auge hatte. Aber bei der Eichel ist der Kopf noch drin geblieben, glaube ich. Also da ist so ein kleiner schwarzer Punkt, das ist voll scheiße. Ich habe nicht gedreht, ich habe gezogen, wie man es macht. Und ausgerechnet da ist der Kopf noch drin. Den kriege ich gar nicht raus. Ich muss das beobachten auf jeden Fall. Ich glaube, ich werde mich jetzt nach weiteren Zecken durchsuchen. Und dann, wenn nichts da ist oder ich alles rausgezogen habe, dann setze ich die Durchschlageübung fort. So, ich habe hier an meinem Bein eine weitere Zecke gefunden. Jawohl, die ist draußen. Und hier am Bein habe ich auch eine Zecke gefunden. Und darauf, dass ich keine weiteren Zecken gefunden habe, werde ich jetzt die Durchschlageübung weiterhin fortsetzen. Nach Richtung da lang. Das wird so richtig geil sein. So, ich bin schon wieder direkt auf der Linie drauf. Ich muss nach Richtung da lang.
sieht entspannt aus. Aber dass es so eine Zecke direkt auf der Eichel drauf hatte, das war so richtig unangenehm gewesen. Das war so richtig scheiße gewesen, das rauszuziehen. Und dieser Hügel fühlt sich auch voll unangenehm an. Ich nenne das ab sofort als natürliche Penisvergrößerung. Dieser Hügel. Ah, ich komme so ein bisschen vom Weg ab. Das ist schade, weil da hier vorne ist ein schöner Fußweg. Ich muss da reingehen. Jawohl. So geht das wieder in die richtige Richtung, also zur Linie. Also irgendwie bin ich ein bisschen zu weit Richtung Linie gelaufen. Ich bin schon wieder abgekommen. Ich muss wieder zurück. Guck mal, was ich hier gefunden habe. Das hier, das sind Heideblüten. Das ist natürliches Antidepressivum. Jawohl, hier vorne ist schon wieder so ein Busch mit ganz vielen Pflanzen und sowas. Ich muss hier durch. Ich muss durch den Busch durch. Ich bin durch den Busch durchgelaufen. Juhu, hier vorne ist eine kleine Freifläche. Das ist richtig geil. Ich komme gerade aus dem Wald raus. Aber da drüben geht es wieder in den Wald rein. Und da muss ich schon wieder durch den Wald durch. Boah. Ich habe mein Bein genesselt. Das ist voll scheiße. Ich mag das nicht. So, ich bin schon wieder so ein bisschen abgedriftet. Das heißt, ich muss wieder zurück zur Linie. Und mir fällt gerade auf, dass ich noch 1,98 Kilometer machen muss bis zum Ziel. Das heißt, die ersten 3 Kilometer sind durch. Hier kann ich Bivakieren empfehlen. Und das Beste ist, es ist kein Naturschutzgebiet. Deswegen habe ich mir auch genau diesen Wald ausgesucht. Für die, die es noch nicht gesehen haben, ich habe ja letztes Jahr ein 7 vs. Wild 7 Tage Selbstversuch gemacht. Aber komplett ohne Gegenstände. Also kein Schlafsack, kein Tarp, kein gar nichts. Sondern nur ich und meine Klamotten und mein Kameraequipment, genau. Und weil ich finde, dass mein 7-Tage-Selbstversuch einfach viel, viel zu wenig Aufmerksamkeit bekam, werde ich das euch unten nochmal verlinken, damit ihr es nach diesem Video euch das anschauen könnt, falls ihr es noch nicht geschaut habt. Und teilt das Video auf jeden Fall weiter. Das Video hat definitiv mehr Aufrufe verdient oder reagiert drauf oder so. Genau. Also gut, der Selbstversuch ist kein echtes Survival, aber ich hatte insgesamt 3 echte Survival-Situationen gehabt. Wie zum Beispiel, wo wir in Portugal von der Flut überrascht worden sind, währenddessen wir einen Mittagsschlaf gehalten haben. Und wir uns auf der Insel retten mussten, weil wir einfach nicht da wegkamen, weil die Flut zu hoch war und immer höher gestiegen hat. Wir mussten zwangsweise noch eine Nacht dort bivakieren. Oder wo wir im Tiefschnee auf dem Klettersteig waren und wegen Lawinengefahr abbrechen mussten, weil dieser ganze Schnee immer tiefer und tiefer wurde. Oder 36 Stunden Flixbusfahrt ohne sauberes Trinkwasser, kaputte Toiletten, kein Essen, kein Geld, kein gar nichts. Das war die schlimmste Busfahrt meines Lebens gewesen. Das habe ich alles dokumentiert auf meinem Kanal. Der hier, der hat bestimmt schon ganz viel Scheiße in sein Leben gefressen. Da bin ich fest von überzeugt. Die machen sowas. Die machen sowas regelmäßig. Über diese Gleise, wo Dampflokomotiven drüber fahren, muss ich jetzt rüber. Das wird gleich so richtig geil sein, darüber zu laufen. Und guck mal, wie viel Dampf hier vorbeigekrochen kommt. Ja genau, da drüben fährt der. Da drüben fährt diese Dampflok. Und ich muss hier über die Gleise rüber. Und dann hier runterlaufen. Das wird so richtig scheiße für meinen Fuß, hier runter zu laufen. Jawohl, ich bin runtergelaufen, erfolgreich, ohne selber runterzufallen. Und, oh Scheiße, ich bin so ein bisschen falsch abgebogen. Naja, ich muss noch Richtung da lang auf jeden Fall. Aber das ist so ein richtiger Miststück an Weg. Auf jeden Fall. Das ist richtig scheiße, hier durchzulaufen. Ja, so muss das sein.
Mann, das ist so schlammig, dieser scheiß Boden. Der Boden muss weg. Aber gut, dass das hier kein Brennnesselbusch ist, sondern sowas. Mit anderen Blümchen dran. Ich habe hier einen Fluss gefunden. Ich musste Flussüberquerung machen. Ich musste richtige Flussüberquerung machen. Aber ich glaube, das Wasser ist nur knietief. Das ist gut. Das heißt, ich brauche nur meine Schuhe ausziehen. So, ich habe gerade meine Schuhe ausgezogen und meine Hose so ein bisschen hochgekrempelt. Und jetzt laufe ich über diesen Fluss. Jawohl. Die Flussüberquerung war erfolgreich und ich habe jetzt gerade meine Schiene und meine Schuhe wieder angezogen. Und jetzt schiebe ich weiterhin meinen Kopf durch den Wald durch, nach Richtung da lang. Ja, es ist schon wieder so ein Weg mit Schwierigkeit. Hier sind schon wieder so viele Pflanzen und sowas. Es ist voll, der Boden ist voll feucht. Da sickern meine Schuhe so ein bisschen rein in den Boden. Es ist voll sumpfig hier. So, noch genau 1 Kilometer bis zum Ziel und dann habe ich das erreicht. Dann habe ich das abgeschlossen, die 5 Kilometer. Und ich muss nach Richtung da rein, in den Wald. Guck mal, ich habe hier einen tödlichen Baum mit ganz vielen Pilzen dran gefunden. Der ist so richtig verpilzt. Guckt euch mal an, wie viele Pilze hier wachsen. Auf diesen tödlichen Baum hier. Wieso ist das hier abgezäunt? Ich verstehe das nicht. Das ist eine einfache Straße. Das heißt, ich muss hier rüberklettern. Das ist anstrengend. Scheiße, meine Kamera ist gerade verrutscht, glaube ich, aber ich bin da gerade rüber geklettert. Und dieser Zaun da war so ein richtiger Miststück gewesen, weil guck mal hier, guck mal, was der mir verursacht hat. Hier ist ein Loch, der hat ein Loch hier verursacht. Das ist voll scheiße. Ich kann den hier nach der Tour wegschmeißen. Egal, aber Hauptsache, ich schließe das komplett ab. Es ist zwar nicht unanstrengend, aber dieser Wald geht hier voll klar dafür, für... Genau so ein Selbstversuch. Ich bin ganz tief im Wald drin und befinde mich mitten in nirgendwo und ganz plötzlich habe ich hier zufällig ein Lost Place gefunden, so ein ganz kleines. Ich werde da jetzt reingehen, damit ich so ein bisschen Lost Place Content habe. Jawohl. Hier ist ein kleiner Raum mit, wie heißen die Dinger nochmal? Ja, genau. Diese Dinger. Paletten heißen die, genau. Und hier ist auch noch so ein Raum. Mit Sitzplätzen, Stühle und Bank. Und das war's auch schon. Viel größer ist dieser Lost Place überhaupt gar nicht. Aber ich frage mich, wieso der hier mitten im Wald steht. Also mitten in nirgendwo. Ich mache zwischenzeitlich eine kleine Esspause, weil ich habe Appetit. Ich habe Hungergefühle. Essen ist geil, Natur. Definitiv. Ich habe gerade mein Brot aufgegessen und jetzt Endspurt. Da drüben ist meine Linie. Genau. Noch ein paar hundert Meter und dann bin ich da. Dann habe ich das abgeschlossen. Natürlich müssen die letzten paar hundert Meter genau so aussehen. Mit diesem ganzen Gebüsch und sowas. Das wächst hier überall. Die wilde Natur. Aber Natur ist immer voll cool, weil hier ist die Luft voll geil. Weil wenn das gegen das Gehirn klatscht, die Luft, also die Naturluft, da kann man besser denken, habe ich festgestellt. Ich bin an mein Ziel angekommen, ich habe den Punkt erreicht. Und es sind mehr Kilometer als diese 5 geplanten Kilometer geworden. Und zwar insgesamt 6,57. Und das hier, das ist meine Linie hier. Diese Kilometer sind entstanden, weil man nicht zu 100% exakt auf der Linie laufen kann. Und wegen den ganzen Abweichungen und so. Und deswegen 6,57 Kilometer. Aber ich werde das trotzdem im Titel 5 Kilometer reinschreiben, weil 5 Kilometer geplant waren. Und 5 Kilometer genau die exakte Linie weit ist. So, ich werde jetzt zur nächsten Bushaltestelle hinlaufen und hoffe, dass heute noch ein Bus fährt, weil sonst muss ich schon wieder im Müllsack schlafen und auf morgen warten. Und ich grüße Otto und Kuni. Ich würde gerne mitmachen.
Ich bin mittlerweile schon wieder zu Hause und natürlich fuhr an diesem Tag kein Bus mehr. Ich bin stattdessen zum ersten Mal per Anhalter gefahren. Grüße gehen raus, falls ihr es seht. Ich hatte insgesamt genau 10 Zecken gehabt und meiner Eichel geht's mittlerweile wieder gut. Also alles im grünen Bereich. In diesem Video habe ich meinen 7 vs. Wild 7 Tage Selbstversuch, den ich ohne Gegenstände durchgeführt habe, dokumentiert. Schaut euch den Selbstversuch von Anfang bis Ende an und teilt meine Bewerbung an Otto und Kuni.